Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 21. Juni, Sommersonnenwende 2013 mit der Nummer 118. Welt. Der erneut zu beobachtende Jod-Hysterie kann man nur mit entsprechend sachlichen Argumenten entgegentreten. Wieso eigentlich trägt die WHO diese mit? Gefährliches Spiel der Pharmalobby, das garantiert Patienten für Profit. Multivitamintablette ist schädlich, kann natürlich gebundenen Vitaminen nichts entgegensetzen, auf Dauer schädlich. Ähnlich beim angeblichen Jodmangel und angeblich gefährdeten Schilddrüsen. Mag ja sein, dass infolge einer völlig verfehlten Agrarwirtschaft in deutschen Böden die Nutzpflanzen zu wenig Jod aufnehmen und beinhalten, weltweit die WHO sogar bei einer Milliarde Menschen einen latenten Jodmangel vermutet. Grund genug für gezielte Zwangsjodierung und Schutz vor Überjodierung, fragt bürgerstimme.com. Bitte lesen Sie den vollständigen Artikel und weitere Informationen zu Jod im Weltnetz. Nochmal Welt. Wissenschaftler sehen die Ernährung der Weltbevölkerung zunehmend in Gefahr. Die Erträge von Reis, Mais, Weizen, Sojabohnen steigen einer Studie zufolge nicht stark genug an. Im Jahr 2050 müsste doppelt so viel von diesen Pflanzen geerntet werden wie derzeit, 100% mehr. Die Weltbevölkerung wird von 7 auf 9 Milliarden Menschen steigen. Jeder Mensch isst im Durchschnitt mehr Fleisch und Milchprodukte, zu deren Produktion viele Pflanzen nötig sind, und es wird mehr Biosprit verwendet, womit Welt.de mit den letzten beiden Punkten Knackpunkte aufführt. Welt London. Grund für den Weltartikel bei ntv.de. Die ärmsten Länder der Welt müssen sich der Weltbank zufolge so schnell wie möglich auf die unumgänglichen Folgen des Klimawandels vorbereiten, um für anstehende Dürreperioden, Hochwasserstürme und andere extreme Wetterbedingungen gewappnet zu sein, müssten zum Beispiel landwirtschaftliche Praktiken verändert sowie erneuerbare Energien gefördert werden, hieß es in dem über 250 Seiten dicken Report, den die Weltbank in London vorgestellt hat. Crypto Kitty Fort Meade und Maryland. NSA-Direktor General Case Alexander führte Dienstag weitere Beispiele von potenziellen terroristischen Vorfällen an, die seine breite Überwachung der Amerikaner aufgedeckt hat, und behauptete, dass mehr als 50 derartige Vorfälle weltweit vereitelt werden konnten. Alexander führte auch einen offenbar separaten Fall an, in dem ein ungenannter Mann verhaftet wurde wegen indirektem Kontakt mit einem bekannten Terroristen in Übersee. Was das überhaupt heißen soll, ist unklar. Aber Alexander sagte, es sei von wesentlicher Bedeutung, wunderte sich marialordesblog.com. Göttingen, Abuja. Die radikal-islamistische Terrororganisation Boko Haram, alles Westliche ist Sünde, hat jetzt offenbar auch Jugendlichen den Krieg erklärt. Das berichtete die Gesellschaft für bedrohte Völker Göttingen. Innerhalb von 24 Stunden hätten islamistische Extremisten am 16. und 17. Juni mindestens 32 Menschen in Nordnigeria getötet, die meisten davon Jugendliche, tat newsofkit.wordpress.com kund. Türkei. 3 Wochen nach dem Beginn der Protestwelle gegen die islamisch-konservative Regierung in der Türkei klicken weiterhin die Handschellen. Antiterroreinheiten hätten in Izmir 14 Beschuldigte in Gewahrsam genommen, denen Sachbeschädigung und Anstachelung zu Unruhen vorgeworfen werde, berichteten türkische Medien am Donnerstag. Die Polizei zerstörte in der Stadt auch eine von Demonstranten errichtetes Protestlager, berichtete handelsblatt.com. Nochmal Türkei. Weil die US-amerikanischen Fastfood-Ketten McDonald's und Burger King den flüchtenden Demonstranten den Schutzraum in ihren Restaurants vor Tränengas-Rauchschwaden verweigert, selbige geschlossen hatten, richtete sich der Protest der türkischen Freiheitsbewegung jetzt auch gegen US-Oligopolisten. Damit werden nach der Räumung des Gezi-Parks in Istanbul neue Protestformen gegen westliche, insbesondere gegen US-Präsenz in der Türkei praktiziert.
Die Dokus Holding, drittgrößter Firmenkomplex des Landes, steht gleich als Ganzes auf der Liste, da er zum Konzern gehörende Sender NTV, einer der wichtigsten Nachrichtenkanäle des Landes, das Geschehen in Gezi anfangs ignorierte. So gilt der Boykottaufruf nun auch den von Dokus vertriebenen Automarken von VW bis Lamborghini. Einkaufszentren, Modeketten, all das sollen die jungen Leute meiden. Die Türkei ist ein äußerst konsumfreudiges Land. Kaufboykotte sind da ein Novum. Die Protestbewegung ist auch eine Unabhängigkeitsbewegung gegen neuen westlichen Kolonialismus. Das ist gut so, freute sich internets-zeitung.eu. St. Petersburg. Die jüngsten Erklärungen von US-Präsident Obama über den Abbau des strategischen Potenzials können nach Ansicht von Russlands Vizeregierungschef Rogozin nicht ernsthaft aufgenommen werden. Diese Vorschläge liefen Plänen zum Ausbau des Raketenabwehrpotenzials zuwider, sagte der Vorsitzende der Militärindustriekommission der Regierung, Ex-NATO-Botschafter am Mittwoch. Wie können wir die These über die Reduzierung strategischer Atompotenziale ernsthaft aufnehmen, da die USA das Potenzial des Abfangs dieser strategischen Raketen aufstocken? Zitierte de.rian.ru. Nach Aussage von Jean-Pascal Sanders, einem Experten des Instituts für Sicherheitsstudien der EU, gibt es keine Belege für den Einsatz von Saringas durch die syrische Regierung gegen Rebellen. Es ist nicht bloß, dass wir den Saringas-Einsatz nicht nachweisen können, erklärte Sanders gegenüber dem McClatchy News Service. Wir sehen auch nichts von dem, was man nach einem Saringas-Angriff erwarten würde. Vor allem wäre zu erwarten, dass in diesem Fall wie üblich Handyvideos und Fotos im Weltnetz auftauchen, die unmittelbar nach dem angeblichen Angriff aufgenommen wurden, meldete byso.de. Nochmal EU und de.rian.ru. Die Pkw-Verkaufszahlen in den EU-Ländern sind auf den niedrigsten Stand seit 1993 gesunken, schrieb die Zeitung Novaja Izvestia am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorjahr Rückgang der Nachfrage um 5,9%. Das ist in allen EU-Ländern außer Großbritannien zu erkennen. Den Zahlen zufolge steckt der europäische Automarkt in einer ernsten Krise. Alarmierend ist, dass der Rückgang auch in Deutschland zu erkennen ist. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres verzeichnete der deutsche Automarkt einen massiven Einbruch von 9,9%. Naja, und in Ingolstadt werden nagelneue Autos in die Schrottpresse geworfen bzw. vernichtet. Es stehen ja überall genug Fahrzeuge rum. Ist es noch ein Wunder? Für wen produzieren die eigentlich noch? Italien. Im Würgegriff der Krise in Italien hissen immer mehr Kaufleute die weiße Fahne und schließen ihre Läden. Auf vielen Straßen in Metropolen wie Turin, Mailand, Rom sind leere Geschäfte zu sehen. Täglich schließen in Italien 134 Geschäfte und Lokale. Seit Beginn der Krise 2008 haben 224.000 Geschäftsinhaber ihre Arbeit verloren, betonte der Präsident des Kaufleuteverbands Confesercenti, Marco Venturi. Er schätzt, dass im Handel in 6 Jahren 1,6 Millionen Jobs verloren gegangen sind. Die Steuerlast sei in Italien unerträglich, beeinträchtige die Kaufkraft der Familien, die dieses Jahr um weitere 4.000 Euro sinken dürfte. In den letzten 6 Krisenjahren sei der Konsum um 145 Milliarden Euro zurückgegangen, ein Minus von 6.000 Euro pro Familie. Dies hänge zum Großteil mit dem Einnahmenrückgang zusammen. Das Einkommen pro Familie sei um 9.700 Euro gesunken, schrieb Format.at. Und das ist nicht nur in Italien so. Das ist auch deutschlandweit schon überall zu merken. London. Nochmal handelsblatt.com. In den Bilanzen der britischen Banken klaffen riesige Löcher. Die Aufsichtsbehörde des Landes bezifferte die Finanzlücke für 5 Institute am Donnerstag auf zuletzt 27 Milliarden Pfund. Diese haben bereits Pläne vorgelegt, um 13,7 Milliarden Pfund davon aufzutreiben, die übrigen 13 Milliarden durch Verkäufe und Umstrukturierungen. Banker beschweren sich bereits hinter vorgehaltener Hand darüber, dass die Straffung der Zügel die Kreditvergabe einschränken und damit die Erholung der krisengeplagten Wirtschaft weiter verzögern wird. Die bei der Notenbank angesiedelte neue Finanzaufsicht Prudential Regulation Authority soll als Lehre aus der Finanzkrise die von der Branche ausgehenden Gefahren entschärfen. Trotz radikaler Umbauprogramme übersteigen die Bilanzen
der größten Institute die Wirtschaftsleistung des gesamten Landes jedoch noch immer um das Fünffache. Die Bank of England fürchtet deshalb, dass die Geldhäuser weiterhin too big to fail sind und damit im Falle einer Pleite der britischen Wirtschaft unkalkulierbaren Schaden zufügen würden. Geschichte wiederholt sich, man sagt es immer wieder. Brüssel. Nochmal Welt.de. Die EU-Kommission hat der Bundesregierung wegen der Finanzstrukturen bei der Deutschen Bahn mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht. Die Behörde sendet Deutschland nun ein Aufforderungsschreiben, für dessen Beantwortung 2 Monate Zeit bleiben. Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen oder die Einhaltung des EU-Rechts nicht hinreichend nachgewiesen, kann die Kommission den Gerichtshof der EU mit dem Fall befassen, erklärte sie. Dieser könnte dann eine Geldstrafe verhängen. Es geht um die finanziellen Verhältnisse zwischen dem Mutterkonzern Deutsche Bahn und mehreren Tochtergesellschaften. All diese Töchter müssen laut EU Gewinne an den Mutterkonzern abführen. Zugleich werden die Töchterfirmen aber zumindest zum Teil aus Steuermitteln finanziert, weil die Bahn zum Beispiel für das Schienennetz Geld vom Staat erhält. Das Verbot der Übertragung öffentlicher Mittel vom Infrastrukturbetrieb für die Verkehrsleistungssparte oder umgekehrt wird damit missachtet, macht die Kommission geltend. Dass der Staat die Infrastruktur oder den öffentlichen Nahverkehr bezuschusst, ist also an sich in Ordnung. Berlin. Die erste stellvertretende Vorsitzende der Linken im Bundestag, Sarah Wagenknecht, ist der Ansicht, dass der Euro durch die Bankenrettung und die Depression durch Kürzungsdiktate scheitern werde, berichtete mmnews.de. Unter solchen Voraussetzungen ist eine Erweiterung der Eurozone um Lettland unverantwortlich, sagte Wagenknecht am Donnerstag in Berlin. Die geplante Bankenunion sei der nächste Akt der Tragödie, die EU der Kontrolle der Finanzmärkte zu unterwerfen. Eine Regulierung der öffentlichen Kontrolle des Bankensektors durch entsprechende Eigentumsrechte finde nicht statt. Kein Abwicklungsregime für Europas Zombiebanken, aber die Steuerzahler sollen über direkte Kapitalspritzen des ESM haften, monierte Wagenknecht. BRID. Schöner Schreiben über schwule, freie Welt. .net ergänzte diese Überschrift, aber natürlich auch über Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender. Bei der Berichterstattung über Homosexuelle schreiben Journalisten oftmals ins Fettnäpfchen. Insbesondere zum Beginn der CSD-Saison findet man vermehrt Berichte über Schwule und Lesben in den Medien, weshalb hier die Fehlerquote an politisch unkorrekten Bezeichnungen stark zunimmt. Der Bund lesbischer und schwuler Journalisten BLSJ will diesen Sommer Hilfestellung geben und hat in Kooperation mit der Akademie Waldschlösschen einen Ratgeber zum Thema Schöner Schreiben über Schwule und Lesben rausgebracht. Stuttgart. Türkisch soll künftig als dritte Fremdsprache an Gymnasien in Baden-Württemberg unterrichtet werden. Entsprechende Forderung der SPD-Fraktion im Landtag. Demnach soll spätestens zum Schuljahr 2015/16 ein Modellversuch beginnen, an dem 2 bis 4 Schulen teilnehmen sollen, informierte jungefreiheit.de. Die türkische Sprache ist eine in den deutschen Großstädten anerkannte und häufig genutzte Sprache, aber von keinem Deutschen. Also wenn Sie sich hier aufhalten, sollten Sie gefälligst die deutsche Sprache lernen. Laberten die Sozialdemokraten dummes Zeug, wie wahr. Zudem müssten türkische Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre Muttersprache zu lernen. Hallo? Bitte sehr, können Sie machen, aber in Ihrer Heimat. Auch die Grünen zeigen sich offenbar dafür. Je früher mit einer Förderung der Herkunftssprache begonnen wird, desto besser, sagte Landtagsabgeordnete Muhterem Aras. Das ist keine Deutsche. Und tschüss. Insgesamt ging es darum, den Anteil von türkischen Schülern an Gymnasien zu erhöhen. Falsch, es geht darum, dass sie friedlich in ihre Heimat zurückkehren. Überwachungsstaat BRID. Das Parteiprogramm der CDU zeigt nun, wie die Überwachung der Bürger unter dem Deckmantel der Sicherheit ausgebaut werden soll. Wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland frei und sicher leben können, heißt es im Wahlmanifest der CDU unter dem Punkt Deutschland. Einstehen für Freiheit und Sicherheit. Schließlich sei dies die Voraussetzung für Freiheit, friedliches Zusammenleben, Vertrauen in den Staat, schrieb deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Zahlreiche Maßnahmen zur Ausweitung der Überwachung der deutschen Bürger sind im Programm vorgesehen. So soll beispielsweise der Einsatz von Videokameras an Kriminalitäts-, Brenn- und Gefahrenpunkten verstärkt
werden. Zusätzlich dazu will Merkel auch die Videoaufzeichnung von Kameras anderer für die Polizei zugänglich machen und so weiter und so weiter. Was hier noch abgeht, das ist einfach nur noch unglaublich. Shanghai. China. Ist der Bankkollaps schon eingetreten? In China ist der Interbankenhandel praktisch zum Erliegen gekommen. Die Zinsen sind auf 25% explodiert. Zeichen für eine Mega-Bankpleite, konstatiert mmnews.de. Die Übernachtzinsrate ist auf 25% explodiert. Droht in China eine größere Bankpleite wie seinerzeit Lehman? Die gute Nachricht von gute-nachrichten.com.de. Kleine, mit Küchenabfällen betriebene Biogasanlagen liefern in armen Stadtteilen in Kairo das zum täglichen Kochen benötigte Gas. Die eigenen Küchenabfälle landen in der hauseigenen Biogasanlage, zwei Plastikwannen, größtenteils recycelte Materialien mit null Emissionen. Die Anlage wandelt organische Küchenabfälle in Methangas zum Kochen und Erhitzen um. Essensreste, Teeblätter, schimmeliges Brot und so weiter wird über Nacht eingeweicht, dann in den Tank gekippt, der eine mit Bakterien versetzte Flüssigkeit enthält, die die Abfälle zersetzen. Das dabei entstehende Methangas wird über ein Rohr zum Küchenherd der El Faraj geleitet. Der Ägypter zapft jede Woche einige Liter schwarze Flüssigkeit aus dem Tank ab. Ich fülle das Gebräu in Flaschen ab, verkaufe es als organischen Dünger im Gartenhandel. Das ist ja weit verbreitet, sogar schon verboten. Ein Modell weltweit. Ansonsten sind wir gegen Biogas aus Lebensmitteln. Und nicht vergessen, wie anfangs erwähnt, heute ist Midsommernacht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Die kürzeste Nacht in diesem Jahr. Macht was draus. Verbleibt eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.